Willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 meets Reality auf der Grünfelder Land 1.5 Beta. So, Herr Jäger, was ist jetzt los mit Beamtenbeleidigung? Also, Sie sollen den Herrn Neumann einen Vogel genannt haben. Also, ich zitiere, Sie haben gesagt, du Vogel. Echt? Wissen Sie, wie viele Vögel hier rumfliegen? Ich weiß. Ich finde es auch lachhaft, weil für mich ist das eigentlich kein Grund, eine Anzeige zu schreiben. Aber und vor allem war das letzte Woche, da war ich so in Rage wegen meinen Abfahrern, weil die alles verpeilt haben. Ich glaube, da habe ich eher die gemeint. Ja, auf jeden Fall hat Herr Neumann das so aufgenommen. Der hat jetzt wirklich eine Anzeige geschrieben. Er hat wirklich eine Anzeige gestellt, ja. Okay, also ich kann sein, dass ich das gesagt habe, durchaus, aber es war, glaube ich, nicht für den Herrn Neumann bestimmt. Vielleicht können Sie das auch nochmal so klären, weil ansonsten müsste das bei der nächsten Gerichtsverhandlung angesprochen werden. Ja, wenn ich vorher bei ihm vorbeikomme, dann mache ich das. Ja, weil das würde uns auch einiges Ärger ersparen, weil wir haben schon genug Ärger mit der Verhandlung, die da noch kommen wird. Ja, apropos Verhandlung. Der Jäger und ich würden, der Herr Weber und ich würden gern wissen, wann der Herr Jäger das angesetzt hat. Der Herr Jäger steht ja zum einen vor Ihnen und der Herr Jäger hat bisher keine Ahnung gehabt, wann die sein soll. Ach so. Ist aber schlecht, wenn Sie das nicht wissen. Ja, Problem ist nämlich folgendes, der Zeuge ist diesmal nicht da. Der ist weggefahren. Der Cortez, oder was? Jo. Jo, dann vertagen wir das halt noch ein bisschen. Ja, die Frage ist, wie lange? Das weil der Herr Diesel hat nämlich Urlaub beantragt. Ach so. Das heißt, man müsste dementsprechend gucken, ob man es ohne den Zeugen macht, weil die Aussage bei uns ja vorliegt. Oder wir warten so lange, bis alle wieder da sind. Das kann aber dann noch ziemlich lange dauern. Das ist Ihre Entscheidung. Mhm. Also je schneller das für mich bereinigt ist, desto besser. Ja, ich werde schauen. Also denke mal, muss man gucken, ob es heute noch was wird. Wenn nicht, wird es wahrscheinlich morgen was. Ja, ich habe die Woche Zeit. Melden Sie ja, sich. Ja, also einfach. Ich werde dementsprechend anrufen und dann Bescheid geben. Jo, passt. Gut. Dann bedanke ich mich und wünsche Ihnen beiden noch einen schönen Tag. Ebenso. Jo, danke gleichfalls. Tschüss. 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 Wenn Sie da sind, rufen Sie mich an, dann lagere ich die, gebe ich einen Auftrag raus, dass die Paletten rauskommen. Ja. Gut. Sie müssen dann hinten ins Lager rein. Ja. Tschüss. 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 Hat der jetzt sein Auto so angeguckt? Ihr Auto so angeguckt? Weiß ich nicht. Vielleicht, weil es nicht mehr dreckig ist, weil ich es gewaschen habe. So, Sie haben es ja gehört. Ja. Termin gibt's noch keinen. Was sagen Sie eigentlich zu dieser Geschichte, dass ich mein Einkommensteuer nicht zurückbekomme? Das hatte ich Ihnen ja, glaube ich, auch schon gesagt, oder? Dass ich wüsste. Also es ist folgendes. Der Herr Neumann verweigert mir meine Einkommensteuer, die ich rechtzeitig ans Finanzamt geschickt habe, zurückzuzahlen, weil er sagt, es ist noch ein Betrag von der Gerichtsverhandlung wäre noch offen. Ja, boah. Aber das eine hat ja mit dem anderen nichts zu tun. Ja, da muss ich Ihnen recht geben. Kann der noch Herr Neumann nicht so machen eigentlich. Ja, weil das eine ist ja staatlich, beziehungsweise Finanzbehörde, und das andere ist ja Gerichtsdingens. Ja. Vielleicht könnten Sie da mal was erreichen. Ja, das... Ich versuche es. Okay. Gut. Und ansonsten, wegen dem Gerichtsverfahren haben wir ja gerade gesprochen. Bin mal gespannt, ob da diese Woche noch was passiert. Ja. Also für mich wäre es okay, weil ich würde gern die Geschichte abhaken. Das geht mir ein bisschen auf den Geist. Ja, das wäre besser so. Jo. Gut.
Dann wären wir aber für jetzt, für den Moment auch schon durch. Also dann hätte ich da gerade gar keine weiteren Anliegen. Okay. Oder? War da noch was? Ich glaube nicht. Okay. Ja. Glaube ich. Dann danke ich Ihnen recht schön erstmal. Muss weitermachen. Liegt noch ein Haufen Stroh auf dem Feld. Weiß zwar nicht, wem das alles aus dem Kopf gefallen ist, aber naja. Bis die Tage. Tschüss. Jo, tschüss. Vielleicht dem Neumann. Ist hier rumgeiert, dann muss man immer ein bisschen aufpassen, wo man dann fährt. Hallo? Ja. Ja, Volker hier, Servus. Servus. Wie weit bist du denn? Fast fertig, oder? Ich bin jetzt auf dem einen Feld fertig. Okay, dann bringe ich dir gleich den Joskin rüber zum anderen Feld. Also das andere Feld auch noch? Ja, bitte. Ach so. Ja, bitte, weil ich habe diese Woche keinen Helfer. Ja, klar, kann ich machen, kein Problem. Und wegen Ihrer Rechnung von letzter Woche, haben Sie da noch Ja. drüber geschaut? Ja, da haben sie ja gemeint gehabt, 100.000 glatt. Hä? Ja, hatten sie gemeint, würden sie bezahlen. Ich erinnere mich nicht, dass ich letzte Woche besoffen war. Aber vielleicht erinnere ich mich nicht daran, weil ich besoffen war. Ich weiß es nicht. Ich kann es Ihnen leider nicht sagen. 100.000. Das ist ja fast Ja. schon Wucher. Da kann ich mir ja einen neuen LKW für kaufen. Ja, ich schaue noch gleich nochmal drüber, Okay. sobald ich mit Ihren Feldern fertig bin. Ja, danke. Ich stelle Ihnen den Joskin rüber gleich. Gut, okay, danke. Ciao. Dann. Alter, immer noch 100.000. Das ist doch krankhaft, so viel. Der muss sich doch verrechnet haben. Das kann doch nicht sein Ernst sein. Da lohnt sich tatsächlich, irgendeine kleine Schrottmühle zu kaufen, einen Traktor und die danach wieder zu verkaufen. Mal schön gucken, nicht dass die Polente hier irgendwo rumsteht. So, ich stelle den jetzt mal einfach hier irgendwo ran ins Feld. Da kommt er hoffentlich vorbei und kann direkt abladen. Ich muss die Düngetechnik noch abholen. Soll ich das jetzt schnell machen? Ich hole mal jetzt die Düngetechnik ab, weil ich muss aufpassen. Nachher kommt der Neumann hier an und sagt, keine Ahnung, nochmal 100.000 oder so, für das, dass die Düngetechnik da rumgestanden ist. Es kann sowieso jetzt schon passieren, dass er sagt, das ist Standgebühren. Es könnte jetzt schon passieren, so traue ich ihm das im Moment zu. Zurzeit ist er nämlich so fuchsig drauf und guckt, wo er Geld herkriegt.
Wie meine Steuer zurückkriegt und den Rocken verkaufen kann. Kosten Rocken gerade. 760. 760. Ich würde mir gerne noch ein zweites Feld endlich kaufen wollen, aber ich habe ja auch noch eine weitere Aussaat auf dem Feld, für die ich machen kann. Von dem her haben wir eigentlich nur ein bisschen. Ich glaube, ich werde dann Dinkel drauf machen oder so. Oder Mohn. Irgendwas, was nochmal gut Geld bringt. ...760 Dinkel. Das sieht mir jetzt ehrlich gesagt nicht so gut aus. Für den Rocken. Mal gucken. Ob ich den Neumann am Hof gleich antreffe. Dann kann ich mit ihm nämlich vielleicht auch die Vogelgeschichte klären. Alter. Wie der sich aufpisst, das gibt's nicht. Früher war der nicht so. Also mit mir im Gemeinderat war, da hat er alles locker gesehen. Er ist ein bisschen zickig geworden. Mal gucken, was wir da gleich klären können oder auch nicht. Ich muss ein bisschen mehr auf mein Fahrverhalten achten. Der Gemeinde steht hier rum. Hallo. Jäger, schönen guten Tag. Guten Tag. Ich würde mich auf den Weg machen. Ich brauche auch nicht mal allzu lange. Könnten Sie das, die Sachen schon mal auslagern? Jo, mach ich gleich. Das wäre nämlich prima. Gut. Gibt's einen Termin? Ja? Also ich habe durch den Motor gerade kaum was verstanden. Ob es einen Termin gibt? Innerhalb der nächsten 5 Minuten. Achso, wegen der Gerichtsverhandlung? Nein, noch nicht. Ja. Da bespreche ich mich noch gerade kurz mit dem Herrn Neumann, aber ich denke mal, heute wird das nichts mehr. Also ich denke wahrscheinlich eher so morgen in der Früh. Ja, okay. Gut, bis dann. Ja, bis dann. Ciao, ciao. Ciao. Klingelingeling. Hallo, ist der Neumann? Jo, Volker hier, servus. Ja, moin. Bist du bei dir am Hof? Ich bin gerade auf dem Feld.
Wieso? Soll kurz rüberkommen. Das wäre geschickt. Ich wollte nämlich Pflanzenschutz und noch was mit dir besprechen. Oha. Hast du überhaupt Pflanzenschutz? Ja, klar habe ich das. Okay, ich warte hier. Mehr als genügend. Bis gleich. Bis gleich. Gut, dann kommt er gleich. Dann können wir die Vogelgeschichte klären. Ja. Du. Ah, warte mal, ich konnte nach den Preisen, könnte ich mal gucken. Fleisch müssen wir eigentlich auch wieder ein bisschen haben. Ja, aber da ist der Preis noch nicht so gut. Dinkel steigt. Ich weiß nicht, ob 760 für Roggen, ob das wirklich ein guter Preis ist oder nicht. Karotten haben wir noch einiges. Stroh haben wir auch noch. Rocker! Ja? Einmal voll machen oder wie? Ah, hallo, Herr Was Wimmer. Ein Zufall. Also, sie trifft mir ja auch überall. Ja, bitte. Flüsse steckt? Ja. Und? Jetzt rennt er wieder weg. Bin mal gespannt, was das kostet, ey. Eier könnten wir nochmal. 3000. Hühnerli brauchen Stroh. Stroh und Wasser. Herr Weber. Ja? Haben Sie mit dem Vogel schon gesprochen? Was habe ich? Haben Sie mit ihm schon gesprochen? Nee, habe ich noch nicht. Ich wollte gerade einmal mit ihm sprechen. Ah ja, okay. Dann schaue ich gleich mal, ob ich die Vogelgeschichte klären kann. Was macht er denn jetzt? Ich geh mal gucken. Was machst du denn? Das hintere Teil lässt sie nicht aufladen. Den Deckel auf. Ich senken mal. Nö, da bin ich. Da bin nichts rein. Also bei mir ging was rein. 1300 Liter. Ja, dann fahr mal hier vor. Insgesamt? Also 2,8. So wenig? Naja. Ja, das hält ja auch ein bisschen. Was kosten die Scheiße? Preise kostet
Ist ein Fehler in meiner Liste aufgefallen? Okay. 1000, gut. Ja. Also 2800. Sind 3, 1. Mit Steuern. 3100. Bin ich froh, dass ich immer so viel Geld in der Tasche habe. Ja, bitteschön. Dankeschön. Kannst du, lieferst du das auch? Liefern könnte ich es, aber ich glaube nicht, dass du irgendwas dafür hast, um das einzulagern. Klar. Soweit ich weiß, hast du nur am Hochflüssigdüngerlager. Was irgendwie. Ah, ja, das kann sein. Stimmt, da ist ein anderes Symbol drauf, da ist ein blaues. Ja. Glaube ich. Genau, du hast, glaube ich, den Turm, wie ich da hinten habe. Ja, genau. Ach so. Okay. Ja, dann lohnt es nicht. Okay. Gut, und warum hast du denn eine Anzeige gemacht? Weswegen? Beamtenbeleidigung, hat mir der Jäger gesagt. Ach so. Ich hätte dich Vogel genannt. Ja, das hast du vor 2 Wochen gemacht. Ich dachte, letzte Woche. Nee, letzte Woche nicht. Sie ist letzte Woche. Nee, vor 2 Wochen. Und aus in welchem Kontext? Ich glaube, das war die Sache mit der Steuererklärung, dass sie einbehalten wird. Das war doch schon vor mehr als 2 Wochen. Dann waren das 3 Wochen oder so. Das kann sein. Ja, wenn du aber selber nicht mehr weißt, wann, wo, wie, ist das ein bisschen komisch. Ja, du hast es auf jeden Fall gesagt, das weiß ich noch. Also letzte Woche bin ich mir ziemlich sicher, dass ich das gesagt habe. Wahrscheinlich, als wir telefoniert haben. Weil da habe ich mich über die Abfahrer aufgeregt und über die Vögel auf dem Feld. Ach so. Ja, aber Neumi. Ja. Warum soll ich dir den Vogel nennen? Ja, weil du das nicht einsehen willst, dass die Steuererklärung im Moment einbehalten wird. Das darfst du mal mit meinem Anwalt gleich klären. Ja, das mache ich. Gut. Ja, und was willst du jetzt für dieses eventuell gesagte Vogel zu dir? Einfach nur eine Entschuldigung, das würde mir reichen, dann sage ich dem Polizisten Bescheid. Lieber Herr Mann. Du sollst aber auch keinen Heiratsantrag jetzt machen. Entschuldigung. Dankeschön. Falls ich es tatsächlich zu dir gesagt haben sollte. Ja, okay, nee, so wird das nix. Ich weiß es nicht mehr. Also, ich entschuldige mich einfach mal dafür. Aber ob das jetzt wirklich zu dir war, das kann ich wirklich nicht mehr sagen. Ich nehme es auf jeden Fall einfach mal an. Ich gebe dem Polizisten Bescheid. Ja, das freut mich. Gut, dann bis demnächst. Ja, ich glaube, der Polizist meinte auch zu mir, dass morgen, glaube ich, die Gerichtsverhandlung ist. Ja, aber rechtzeitig informieren, ja? Nicht wieder fünf Minuten später. Ja, der wollte auch nochmal mit mir gleich schnacken, soweit ich weiß. Also, dann schönen Abend, Jan. Jo. Genau. Tschüss. Tschüss. So, Herr Neumann. Ich glaube, der braucht einfach nur ein bisschen Aufmerksamkeit. Wenn der ein bisschen Aufmerksamkeit kriegt, dann ist der, glaube ich, ganz wieder handsam. Ah, Neumi. Der fühlt sich ein bisschen vernachlässigt von mir. Ich glaube, das ist sein Problem. So, liebe Leute, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo und Kommentar da. Schaut morgen wieder rein. 18 Uhr, geänderte Aufnahme, geänderte Zeit. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.